Also mit das Schönste, was ich bisher in der Schule erlebt habe, war Folgendes. Ich habe im Unterricht eine Geschichte vorgelesen und da kam nach dem Unterricht ein kleiner Junge, 6. Klasse, kam auf mich zu, zuppelte mich am Ärmel und sagte, ich glaube, der hat sogar du gesagt, sagte er, du Herr Heidelberg, die Geschichte, die du vorgelesen hast, das war viel schöner als Fernsehgucken. Ja, mein Name ist Uwe Heidelberg, Schulleiter hier an der Realschule Hochtal. Und ich erzähle die Geschichte immer wieder gern, weil sie zeigt, wie schön Schule auch sein kann. Man kann tolle Lernerfahrungen machen an der Schule, ganz besonders natürlich hier an der Realschule Hochtal. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was zu unserer Schule erzählen, damit Sie sich so ungefähr ein Bild machen können. Wir sind eine Ganztagsschule. Also das heißt, bei uns geht der Unterricht zumindest an 3 Tagen in der Woche auch ein bisschen länger. Im Moment sind es so bis 15 Uhr. Das heißt aber, man hat keine Hausaufgaben, man hat Lernzeiten. Wir haben ein ganz breites AG-Angebot. Deswegen sind wir auch hier im Musikraum. Wir haben viele musikalische Angebote, wir haben aber auch künstlerische Angebote. Wir haben jede Menge Sportangebote und noch viele andere so kreative Angebote darüber hinaus im Bereich Hauswirtschaft und dergleichen. Das heißt also, dass die Schüler hier auch ihren Neigungen nachgehen können, ihren individuellen Neigungen. Wir sind eine inklusive Schule, das heißt, bei uns lernen Schüler mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen und das funktioniert auch ziemlich gut, muss ich sagen. Wir sind im medialen Bereich sehr gut ausgestattet. Wir haben in jedem Klassenraum, in jedem Fachraum haben wir Beamer, Whiteboard, PCs, schnelles WLAN. Ja, wir haben 2 Computerräume. Wir haben eine Tablet-Klasse und dank Unterstützung der Stadt Erkrath haben wir auch die Möglichkeit, jedem Schüler, der keinen PC oder Rechner zu Hause hat, einen Laptop zur Verfügung zu stellen, also leihweise, dass die Schüler auch von zu Hause aus lernen können. Und was auch noch dazu kommt, wir sind eine sehr familiäre Schule. Wir haben rund 400 Schüler hier, gut 30 Lehrkräfte, dazu kommt noch eine Sozialarbeiterin, eine Schulpädagogin und Sonderpädagogen. Also sind personell schon ziemlich gut aufgestellt. Der Vorteil ist, bei so einer kleinen Schule, ich kenne alle meine Schüler, garantiert.